schau mal. Digga, was ist das? Schau mal genau hin. Ist doch diese TikTok-Werbung. Heute reden wir über die TikTok-Werbung. Denn diese TikTok-Werbung geht noch mehr auf den Sack als diese Wish-Werbung. It came. Ooh, what's it gonna be? Ja, Leute, ihr glaubt es nicht. Ihr denkt, die Wish-Werbung war schon end und alles vorbei und Ende gut, alles gut und so. Nee, diese TikTok-Werbung ist noch schlimmer. Egal, wo ihr seid, egal, ob ihr auf Klo geht. Oder ihr hier einfach so kurz vom Schlafen gehen noch ein paar Videos reinzieht, da kommen diese Werbung vor. Mann, nochmal eine Werbung? Digga, nochmal? Was, schon wieder diese Katze? Nee, ich hab keinen Bock mehr, ich geh schlafen. Tut mir nichts. Leute, tut mir nichts. Ist diese Katze besessen oder was? Hey. Hä? Was machst du denn hier? Nichts. Katze? Hör zu. Ja. Hör zu. Ich hör zu. Ich hör dir zu. Du nimmst jetzt dein Handy. Ja. Und wir machen jetzt ein Video. Aha. Okay, gut. Perfekt. Ich nehme mein Handy. Und wir machen jetzt ein Video. Okay. Super. Digga, Leute, vielleicht ist die Katze nicht das Problem, sondern das Mädchen nebenan. Digga, schaut mal auf ihren Blick. Lecker, Kätzchenfleisch, Kätzchenfleisch. Ihr Blick sagt schon alles. Dieser Blick, Digga, die Katze versucht irgendwas zu sagen, die Katze versucht nach Hilfe zu schreien und dieses Mädchen will die Katze aufessen. Das haben wir doch schon in der Grundschule gelernt. Halt, stopp! Hey! Ja, wir könnten halt ein paar Filter drauf machen, ein bisschen Effekte, ein bisschen neue Musik und voila, sieht das viel besser aus und ist nicht mehr so nervig wie jetzt gerade. Hey. Oh, you touch my tralala. Hey. My ding ding dong. Hör zu. Verstehe ich nicht. Ja, und zu der Werbung fällt mir gar nichts ein mehr. Ich kann nur noch das hier sagen. Diese Katze spricht mir aus der Seele. Diese Katze spricht das aus, was wir alle denken. Und ja, Leute, ich will ja nicht schlecht über die Werbung reden. Ich will ja auch nicht schlecht über andere Werbungen reden. Ich will nur schlecht über die schlechte Werbung reden. Digga, ich kann es ja verstehen, wenn diese Werbung so ein, zwei Mal vorkommt. Aber die Werbung kommt einfach 10.000 Mal vor. Egal welches Video wir anschauen. Was heißt wir oder ich zum Beispiel. Immer kommt diese scheiß Werbung vor. Digga, da kann man doch nichts machen. Gar nichts. Sie ist überall und das ist echt nervig, echt. Digga, und dann fragen sich die Leute, warum wir Adblocker benutzen oder was weiß ich was, weil es echt nervig ist. Digga, ich erschrecke mich immer wieder bei dieser scheiß App. Du sitzt da, guckst da auf einmal, bam, da kommt sie aus dem Nichts. Einfach so. Du, Digga, ist viel zu viel für mich. Mein junges Herz macht das nicht mehr mit. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ja, ich wollte nochmal Danke sagen an 30 Abonnenten. Digga, wir sind schon 30 Abonnenten. Nice. Weiter so. Vielleicht schaffen wir noch dieses Jahr 100 Abonnenten. Digga, es wäre perfekt. Mal schauen, was geht. Ich muss öfters Video machen. Und ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Oh, you touch my tralala. My ding ding.